Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Heute zeigen wir eine Partie, in der es um den Aufstieg geht. Die Fish and Chips gegen die Vipers. Wie gehen Sie in dieses Spiel heute? Es winkt der Aufstieg, aber eben nur bei einem Sieg und das macht die Sache nicht einfacher. Gehen Sie voll auf Offensive oder warten Sie erstmal ab? Heute muss eine spielerische und taktische Meisterleistung her. Havers. Ball zurück zu Sané. Den Ball holt er gut verteidigt. So gehen die Fish and Chips in dieses Spiel. Im Tor ist Alisson. Joao Cancelo spielt mit Aaron Wan-Bissaka in der Abwehr. Und Marcus Rashford spielt im Sturm. Jetzt aber erstmal Vorsicht. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Antonio Di Natale. Alisson mit der Parade. Philips. Gut durchgesetzt. Super dazwischen gegangen. Da haben sie den Ball wieder. Sterling hält mal drauf. Sommer hält, Ball ist noch im Spiel. Der Ball gewinnt. Sie haben immer noch den Ball. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Jetzt die Ecke. Parade Sommer, noch immer gefährlich. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Und direkt die nächste Ecke. Gabriel Jesus. Gute Chance, aber vereitelt. Macht er ganz sicher. Aktuell viel Druck. Die Fans feuern sie an. Vielleicht machen sie ja was aus dieser Ecke. Lukas. Da ist Havertz. Keine gute Aktion. Gabriel Jesus. Da schießt er. Klasse gemacht von Sommer. So, Ecke kommt. So, der Ball war natürlich mehr oder weniger harmlos, aber die Parade vorher, Puschi. Die war richtig, richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter ein Sonderlob verdient. Ganz starke Szene. Da ist Platz auf außen. Das wollen die Vipers nutzen. Havertz jetzt. Und mit dem Tor sind sie nun mit zwei in vorne. Ja. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Unaufhaltsam, Sané. Wichtiges Tackling hier. Rashford. Ballverlust. Da ist er alleine durch. Ganz sichere Parade. Eck in den Strafraum. Sommer verhindert mit den Fingerspitzen das Tor und bringt den Ball über die Latte. Weiterer Eckball für Sie. Sie sind an ihm dran, machen gut zu und dann kommt halt so ein Ball raus. Wenn wir über die Gründe für den Rückstand reden, dann müssen wir die Chancenverwertung nennen. Sie haben ihre Möglichkeiten, aber da müssen Sie entschlossener werden. Aber jetzt sehen Sie sich erstmal diesem Angriff gegenüber. Di Natale. Alisson verhindert das Tor aus nächster Nähe. Was für ein sensationeller Reflex. Ecke kommt rein. Da kommt der Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Rashford. Sie verlieren hier den Ball.
Gabriel Jesus. Foden! Echte Gefahr kommt da nicht auf, weil er natürlich zur Stelle ist. Jetzt der Ball. Nein, keine gute Befreiung hier. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Platz zum Kontern. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Gabriel Jesus. Gleich bekommen wir hier den Pausenpfiff. Die Gastgeber liegen zurzeit klar zurück. Sie machen zu wenig. Zwei Tore sind sie hinten. Und ich frage mich schon, was ist denn mit denen los? Immer wieder laufen sie. Jetzt aber erstmal Vorsicht. Der Anschlusstreffer. Jetzt weiter Gas geben. Dann können sie den Ausgleich noch schaffen. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Gabriel Jesus. Gute Chance. Es gibt Ecke für Fisch und Chips. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Das macht er stark, er hat kein Problem bei diesem Eckball. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Keine große Gefahr, da macht er sich lang. Guimaraes. Jetzt James. Und dann verlieren sie doch den Ball. Schön vorbeigekommen. Phil Foden. Außen wären die Räume jetzt da für ihn. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Das macht er sicher. Die Ecke kommt rein. Sommer hält, Ball ist noch im Spiel. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. So, kurze Pause. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. So, Fish and Chips liegt hinten. Wir freuen uns auf den zweiten Spielabschnitt in dieser Partie. Foden. Jetzt hat er den Ball. Havertz. Schönes Zuspiel. Sané. Sané, kein Tor. Da lassen sie eine gute Chance liegen, sich hier weiter abzusetzen. Ja, das wäre wichtig gewesen. So bleibt es erstmal weiter spannend. Ich glaube, diese Szene ärgert sie. Gabriel Jesus. Foden. Phillips. Sieht gleich hinaus. Nur noch ein Tor bis zum Aufstieg. Oh, jetzt weiter dranbleiben, weiter Druck machen. Vielleicht geht ja doch noch was. Der Fußball und seine Geschichten. Sie waren schon weg, das Ding war durch. Aber sie kämpfen sich zurück und schaffen hier den Ausgleich. Das macht er gut. Kai Havertz. Nina Thale. Guter Pass jetzt. Ja, das ist abseits. Zu früh losgelaufen. Aber das ist natürlich eine vielversprechende Strategie. Sie wollen die Abwehr zu Fehlern verleiten. Sie spekulieren auf die Lücke, spekulieren auf den optimalen Pass. Hier kam der Lauf etwas zu früh. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. James. Den fangen sie ab. Viel Platz für Sterling. Rashford. Lukas. Da ist der Ballverlust. Der Angriff am Ball, Raheem Sterling.
Rashford. Tor, da ist es. Ist das der Aufstieg? Denn jetzt hätten sie es. Ist das spannend? Ist das aufregend? Das Spiel spitzt sich zu. Es geht weiter in diesem Spiel, in dem die Vipers einem Rückstand hinterherlaufen. Serge Gnabry. Jetzt der Volley. Da passt der Klasse auf. Jetzt der Eckball. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. In Sachen Ballbesitz sind die Gastgeber hinten. Aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise. Und das zählt am Ende. Jetzt lassen sie sie wieder kommen, die nächste Offensive. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Platz auf außen. Osimhen. Die Chance für Foden. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Es gibt Ecke für Fish and Chips. Fabinho. Kai Havertz. Guter Vorstoß jetzt. Und dann ist der Ball doch weg. Rashford. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Osimhen. Joao Cancelo. Und jetzt der Schuss. Sommer passt auf. Klasse pariert. Es bleibt bei diesem knappen Rückstand. Und was für eine Parade. Also Sie wissen ganz genau, was Sie an ihm haben. Und dann ist der Ball doch weg. Macht die Abwehr gut. Das muss der Ausgleich sein. Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nerven behalten, das war eine Glanztat. Er holt sich den Ball. Sie schalten noch mal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Da haben sie den Ball. Kann er erst mal befreien. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Die Zeit läuft hier gegen sie. Das war die Chance. Da hatten sie die Chance zum Ausgleich kurz vor dem Ende. Aber sie scheitern. Was für eine Tat vom Keeper. Chance für den Konter jetzt. Starker Zweikampf. Schöne Aktion. Kai Havertz. Chance für Havertz. Das Tor, der Ausgleich. Was ist das für eine Schlussphase? Jetzt kann hier alles passieren. Sie treffen zum 3:3 und gestalten alles wieder offen. Er bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Oh, ich glaube, das war's vielleicht schon in dieser Partie. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor. So, mit der Führung der Vipers machen wir hier nun weiter. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht.
Rashford. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er von bis 10 liest. Ah, das frühe Stören, das zahlt sich aus. Da haben sie den Ball. Wir hören den Schlusspfiff und was wir nicht hören, das ist Aufstiegsjubel. Nicht, dass...